Hallo ihr Lieben, da sind wir jetzt wieder mit Teil 4, Wendland. Und ich stelle euch jetzt eine Dame vor, die uns alles über die Rundlinge erklärt und ein profundes Wissen hat und sehr spannend erzählt. Also guckt es euch mal an. Ich bin Ilka Burkhardt-Liebis, aber alle kennen mich hier als Ilka. Ilka, und du wohnst aber nicht in diesem Rundlingsdorf. Nein, ich wohne in einem anderen Rundling in Jameln. Ja, aber ich bin hier oft, weil unser Rundlingsverein damals dieses Museum gegründet hat. Und was für ein Verein ist das? Das ist der Rundlingsverein. Der Ja. Rundlingsverein. Der ist Und über was ist 50. das für ein... Ja, das ist unser Emblem. Ist das euer Emblem? Und wie lange gibt es diesen Verein? Ja, der ist 1969 gegründet worden. Damals zur Rettung dieser Rundlinge, weil keiner hat die geschätzt damals in den Anfang der 70er Jahre, hat man schöne Spruchbalken zum Osterfeuer gebracht, Häuser abgerissen. Oh, warum wollten die, waren die nicht mehr beliebt? Na, das war, man wollte modern sein. Man hat Fachwerk nicht wirklich geschätzt zu der Zeit. Das kann doch nicht wahr sein. Aber deswegen ist damals der Rundlingsverein gegründet worden. Eigentlich hieß es damals großer Aufruf zur Rettung der Rundlinge im Wendland. Ja, aber wirklich. Lebendige Rundlinge haben natürlich immer mal eine Veränderung. Aber dieser Rundling gehört noch zu denen, die zumindest die meisten Hallenhäuser aus der Entstehungszeit noch Wie drin nennst haben. Du die Häuser? Hallenhäuser. Ist das niederdeutsche Hallenhaus. Hallenhaus. Das quasi vorne, wo jetzt diese große Tür ist, ist der Wirtschaftsteil. Da stand das Vieh ja. und die große Diele. Und man hat hinten im Haus gewohnt. Ja. Und heutzutage ist das, sind hier noch Ureinbürger, Einwohner ja, drin oder sind die alle an Städter verkauft? Nein, nein, es sind nur Ureinwohner. Neben dem, wo ihr jetzt gerade wart, ist zum Beispiel Hannah Miet, ist Urgestein, so alt wie du, backt immer noch Brot. Aber hier sind also ein paar, sind natürlich vermietet jetzt neu oder Ferienwohnungen von Leuten, die das irgendwann in den 70er Jahren gekauft haben. Okay, aber es sind hauptsächlich Ältere. Nein, es ist jetzt eine Mischung. Also wir haben hinter uns ist ein Haus, da sind jetzt 4 Wohneinheiten drin, 4 kleine Wohnungen, weil die Häuser sind ja riesig. Riesig also ne? Hannah Miet lebt da alleine, ab und zu ist ihre Tochter da, aber das ist eine Frau, ein Riesenhaus. Ne? Oh Gott, und an den anderen sind zum Beispiel 4 Wohnungen, da sind auch Kinder. Also da ist schon immer ein Wechsel in den Dörfern. Mal hat man so ein Dorf, dann ist es ein bisschen überaltert, aber dann kommt oft eine neue Generation. Wir haben hier in Wendland eigentlich keinen Leerstand. Also die Häuser sind beliebt und natürlich haben wir eine Mischung. Ne? Aber ihr habt, wie ich das beobachte, nicht so wahnsinnig viele junge Leute, ne? Es gibt einige Dörfer mit relativ viel Jungen, aber generell ist das, was wir in Deutschland haben, wenn die Arbeitsmöglichkeiten fehlen für junge Leute, durch, dann zieht man zur Stadt. Manche kommen wieder, wenn die Kinder da sind. Die ja. wollen, dass ihre Kinder ihr Bullabü-Kindheit auch erleben dürfen. Ja, das stimmt. Weil diese Häuser sind ja ein Traum, ne? Das sind ja ursprünglich Sackgassendörfer gewesen. Die sind ja. immer abseits der Verkehrsstraßen. Und wann haben die denn Nicht? Angefangen, die Straße durchgehen zu lassen? Eigentlich diese, das sind ja diese kleine Weg zum Beispiel, ist eine Viehtrift gewesen. Da ging man auf die Weideflächen raus. Diese Straße hier, die kleine, war auch schon anfangs da, aber das war nur der Weg zur Mühle. Weil der Rundling ist typisch, ne? Das ist immer so, wir sagen immer so, die Fingerstruktur fährt rein und dann ist... Jeder Finger wäre eine Hofstelle. Ja. Und wenn man raus will, muss man den gleichen Weg eigentlich wieder raus. Wieder raus, ne? Das wissen viele Leute nicht. Diese Grotdür nach vorne ist ja deswegen, weil die Ackerflächen waren nicht hinterm Hof, sondern die waren vor dem Dorf. Also die haben so gesiedelt, dass die Häuser, das Dorf stand im nassen Grund, in der Senke mehr drin. Und vorne war das gute Ackerland. Man hat damals kein Stückchen guten Ackerboden vergeudet, um ein Häusle drauf zu bauen. Es gab nie eine Kirche auf dem Dorfplatz. In keinem Rundling. Wir Ach, haben ja. über 200 Rundlinge im Wendland. Und wo sind die Kirchen? Ja, alle außerhalb oder vor dem Dorf. Hat das dem Pastor gefallen? Naja, das Problem ist, die Christianisierung war hier recht spät. Die haben ja die Wenden gelebt. Eben, das habe ich hier. Das heißt, die slawische Bevölkerung sehr lange. Und wir wissen, wir haben die Feldsteinkirchen untersuchen lassen, dendrochronologisch untersuchen lassen, die sind erst ab 1300 entstanden. Vorher gab es gar keine Kirchen. Und dann waren das ein paar 200 Jahre katholisch und das Ernst der Bekenner hat dann irgendwann um 1500 ein bisschen gesagt, ihr werdet jetzt alle protestantisch.
Aber deswegen, die Dörfer sind so klein geblieben, dies ist ja ein großer Rundling, wir haben ja viel kleinere, dass gar nicht jedes Dorf eine Kirche haben kann. Aber hier die Kirche, die müssen nach Plate. Plate ist ganz auf der anderen Seite, über die Bundesstraße rüber. Und was ist mit Friedhöfen und so? Bei der Kirche. Und es gibt sogar extra Totenwege im Wendland. Wusstest du das? Nein. Weil früher hieß es, der Totenweg war nicht der gleiche Weg wie der Kirchweg. Der war breiter und der musste früher über ein Wasser gehen, weil man gesagt hat, die Seele soll nicht zurückkommen. Aus dem alten slawischen Glauben. Jesus. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, es gibt in den alten Karten wirklich anders eingezeichnete Totenwege, die parallel zum Kirchweg gingen. Kirchweg war meistens schnurstracks, kürzester Weg, Richtweg über den Ackern, manchmal auf die Kirchturmspitze zu. Aber der Totenweg, der brauchte etwas breiter. Ist das noch christlich oder ist das noch von den Also das Wänden. Ist von den Wänden. Also das ist jetzt alles verschwunden. Von den Wänden, ne? Also von den Wänden ist nichts geblieben, außer diese komischen Wörter alle. Meuchefitz und... Was ist das? Das sind... Wir wissen es nicht. Also viele, die wir wissen, dass alle Dorfformen slawische Namen haben. Lübeln ist auch eine slawische Bezeichnung. Lycho, diese Endung OW ist ja, hinten. Ja, das ist mir aufgefallen, nicht? Ja. Oder Meuchefitz und Sagrian, Schreian, das sind typische Wendungen aus dem Slawischen. Das ist geblieben, oder ne? Selbst die Flurstücke, da haben wir ganz viele Sokolaivsken und Güstenerz und also ganz viele Bezeichnungen, wo heute, die sind noch in den Karten drin, aber eigentlich wissen die Bauern gar nicht, was das heißt, weil die Sprache ist verloren gegangen. Spricht kein Mensch mehr, ne? Hm. Nein, ist ja nicht. Also wir haben sogar eine Notiz im Kirchbuch, dass um 1750 die letzte Frau gestorben ist, das die das gehört. Noch gut sprechen konnte, ja. In Dolgo. Ja. Aber die anderen, das sind Bruchstücke. Es gibt ein Vaterunser. Man kann das im Museum sich anhören. Das ist überliefert und ein Hochzeitslied. Und sonst nur Bruchstücke von einem Bauernchronisten, der angefangen hat, so aufzuschreiben. Der gesagt hat, ich bin jetzt 40 Jahre, wenn ich nicht mehr bin, weiß keiner mehr. Was von der alten Sprache ist, die ist... Man war ja diskriminiert als Wende. Hm. Die waren Wende, die haben sich ja nicht selber als Wende bezeichnet, sondern die Deutschen haben die als Wenden bezeichnet. Sie selber waren. Was hat denn das Wort Wenden eigentlich zu bedeuten? Das heißt einfach nur die anderen. Das ist eine Bezeichnung für alte Bezeichnung für Slawen. Wir haben ja jetzt im Cottbuser Ecke, werden die auch immer noch als Wenden bezeichnet und bezeichnen sich selber als Wenden. Das ist eigentlich eine andere alte Bezeichnung für Slave, aber eine Fremdbezeichnung. Nie gehört. Sie selbst haben sich nie so genannt, weil Slave heißt ja eigentlich Mensch. Also die Slaven selber haben gesagt, ich bin Mensch. Haben diese Rundlingsplätze in der Mitte immer eine Eiche? Nein, nicht immer in der Mitte. Also wir haben zum Teil Eichenwälder hinter dem Haus. Das kann man hier sehr schön sehen, wenn man einfach mal rumschaut. Hier sind auf jeder Hofstelle war ein Hofwald. Und das waren Eichen, da hat man früher die Schweine reingetrieben, Eichelmast. Und die sind zum Teil noch erhalten. Hier in Lübeln sind die sehr gut. Das, ja, ja, oh, ganz hinten, die großen Bäume ringsherum um Lübeln sind überall Eichen. Das ist aber üppig. Das ist ziemlich üppig. Sind das alles denkmalgeschützte Häuser? Ja, die sind alle denkmalgeschützt. Der muss. Wir versuchen ja, diese Rundlinge, so ein paar, die gut erhalten sind, UNESCO-Weltkulturerbe werden zu lassen. Ja, dringend, weil bitte. Wir sagen, das müssen wir eigentlich jetzt retten. Nachdem ich dieses Rundling erklärt bekommen habe, ist mir nochmal klar geworden, dass dieses dringend als UNESCO-Kulturerbe erhalten werden muss. Das ist ja so spannend und so einmalig und das darf nicht verloren gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber jetzt gehen wir trotzdem mal und holen uns ein paar Forellen. Was du willst, ja. Mit den Herrschaften hier. Ja? Guck mal, wieso trinkst du keinen? Nein, danke. Tut mir leid. Ich habe mir kurz davor, noch einen alkoholfreien Sekt einzupacken. Aber du hast immer so einen lässigen Schnack drauf, aber ich dachte, das ist bestimmt irgendwie mit ein bisschen Sappelwasser verbunden. Oh. Okay? Na ja, gut, auch nichts Perliges. Bitte, hast du das gehört? Ja. Ich dachte, ich bin hier unter Ekstase. Ja, auch nichts Perliges? Da ist Alkohol drin, ne? Oh. Nein. Ich hab oben auch noch was ohne. Ich hab oben auch noch was ohne Stöffchen. Guck mal, ich hab mir meinen eigenen Wein mitgebracht. Hab ich gerade abfüllen lassen. Oh. Von Krebsgrude aus Rheinhessen. Auch ein Bio-Wein. Ganz knackig frisch. Hätte ich dir zu gerne mal kredenzt. Ein Grauburgunder, der aber gerade erst aus dem Stahltank gelassen wurde. Deswegen ein bisschen knackiger als gewohnt für einen Grauburgunder. Riecht gut.
Und ich hole dir aber auch gleich nochmal was alkoholfreies für Fragen. Aber dein Auftritt eben war genial, das muss ich schon sagen. Das war wie auf dem Catwalk, ne? Kann man hier runter? Ja, also ich habe auch die einzigen zwei weißen Sachen rausgeholt, die ich habe. Die waren auch schon mehr weiß, als ich angekommen bin. Hast du noch die Nö. Nö, nö. Also als Gastronom ist man ja alles auf einmal. Schauspieler, Animateur, Seelsorger. Alles, was man doch, kennt. Das hier. Bin ich auch. Hm. Sag mal, Lieber, was willst du denn mit der Forelle machen, die wir jetzt fangen und die du morgen zubereitest? Das weißt du jetzt noch nicht. Aber du kannst ja nicht mehr blau machen, ne? Nee, wir machen hier, bauen uns einen Grill auf. Ne? Ich habe gedacht, das Wetter soll schön werden. Nicht? Deswegen machen wir es draußen hier bei mir im Garten. Ich habe einen wunderschönen Garten. Nicht? Der ist auch sehr, sehr hübsch gepflanzt von mir und meinen Schwestern. Ja. Das ist jetzt Okay. Das Spiel ist jetzt morgen, meine Lieben. Alles klar, okay. Dann wandern wir hier mal wieder. Bevor wir also jetzt mit dem Wirt Jan die Forelle morgen kochen, becken, was immer er damit vorhat, bevor wir dieses filmen, gehen wir erstmal zu der Weinkönigin. Die gibt es nämlich wirklich. Es gibt nämlich auch im Wendland einen kleinen Weinberg. Und den werden wir jetzt als nächstes besuchen. Also, Rabea ist Weinkönigin, ein Jahr lang. Und ich habe hier ein wunderbares Bild von ihr. Da ist sie nämlich Prinzessin, hat sie zwei Prinzessinnen an der Seite. Und wir stehen hier vor einem Weinberg. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht, als mir gesagt wurde, hier gibt es eine Weinkönigin. Eine Weinkönigin gibt es. Und hinter uns ist der voluminöse. Rabea, dreh dich um, mach eine Geste auf diesen herrlichen Weinberg. Ist er nicht groß? Ja. Ist er nicht groß? 40 Meter, um genau zu sein. 40 ganze Meter. 40 Meter. Und wenn man von der Stadt kommt, muss man 164 Stufen hochlaufen. Siehst du, weißt du was? Ich habe mich geweigert. Ja. Was ist jetzt mit dem Wein? Ja, wenn du trinken möchtest, lass mir. Ich unterrichte Arana Wein mehr trotzdem. Auch den Regen, den du hier siehst, angebaut. Weinwerks. Tröpfchen. Okay. Das ist auch tatsächlich der Wein, der bei meiner Krönung ausgeschenkt wurde. Der ist aus dem letzten Jahr. Was sagen denn deine Tiere dazu? Du bist ja Tierarzthelferin. Auch meine Tiere? Ich glaube, den meisten schmeckt kein Wein. Den ist doch schon egal, ne? Richtig. Mein lieber Schieber, hier. Lass mal auf meinen Ton. Mein lieber Schieber, dein Lieblingston. Und dann greifst du so die Gläser und sagst noch nicht so viel, nicht so viel. Schenkst du ein, ne? Ja. So, auf dein Wohl, Wohl, Königin. Auf dein Wohl, lass mich. Von diesem Wein gibt es genau 50 Flaschen im Jahr. Das sind 99 Reben. Also, ja, 50 Flaschen im Jahr kriegt man da raus. Genau. Prost. Warum hast du dein Königinnenkleid nicht an? Mir muss ich nach Angst nicht herum. Aha. Also Wein aus dem Wendland, ich glaube es nicht.
hier haben wir die Weinkönigin, die eben Bravo Rose mal kurz diese Flasche hier aufgemacht hat. Und wir sagen Prost. Oh. 50 Flaschen, mehr gibt's hier nicht. Eine haben wir dann gleich mal platt, ne? Okay, und tschüss. 50 Flaschen, Freunde, vom Weinberg. Reife Leistung. Was mir sehr imponiert hat, ist die Weinkönigin, die ganz charmant und irrsinnig selbstbewusst, hat von Geburt an eine kleine Sprachbehinderung und das hat sie nicht davor abgehalten, jetzt Weinkönigin zu werden. Sie ist ja gewählt worden. Und ich muss sagen, Hitzacker setzt damit also einen neuen Standard. Lob. Chapeau, kann ich nur sagen. Und jetzt geht's weiter und wir gucken mal, was unser selbstbewusster Wirt mit der Forelle gemacht hat. Hallo ihr Lieben, jetzt sind wir am Grill. Wir haben ja die Forelle gefangen, die frisch aus dem Teich, mit Monika, die auch Monika heißt. Und zwar der Jan vom Jannermann im Wendland und ich. Und das war schon mal sehr aufregend gestern. Und heute sind wir in seinem hinreißenden Garten und grillen diese Forellen. Und der Mann, der ist ein bisschen, Freunde, der ist ein bisschen crazy. Der hat mir hier einen Thron hingestellt. Der weiß, was mir gebührt. Ich meine, guckt euch bitte an, wo auf was ich sitze. Das ist nicht nur, dass ich hier diesen köstlichen Spargel. Das ist ein Thron. Und dann hat er noch alles Mögliche gemacht. Guckt euch mal an. Alles für eine Königin. Guck ich hab mal. Dir ja was versprochen. Da du ja so zurückhaltend lebst. Alkoholfrei. Oh, Freunde. Nicht. Ohne was. Sag mal, machst du das mit deinen Köchen auch? Doch nicht ganz. Nicht alle. Nur die lieb sind. Nee. Die werden auch so verwöhnt? Ja, ich habe nicht so viele so reizende Küche. Die sind sehr lieb, aber so reizend sind sie, ja, kann man ja kaum sein. Freunde, glaubt diese Worte nicht, die halten nur eine halbe Stunde, bis wir hier durch sind. Und dann ist das wieder vorbei. Jetzt erstmal was ins Glas. Also ich bin sehr gespannt, was er jetzt mit diesen frischen Forellen macht, die ja wir gefangen haben, zugeguckt haben, wie Monika sie ausgenommen hat. Und ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Der Jannermann, muss ich dazu sagen, ist ein traumhaftes, wie altes Haus? Oha, ich glaube 1805 kann das sein. Ich glaube 1805. Also 1800 irgendwas, ganz zu Anfang. Ist gleichzeitig auch ein Hotel, was aber nicht der betreibt. Ist aber hier so ineinander verwoben. Und du hast hier einen Garten, da kannst du setzen, wie viele Leute? Circa 80 Leute mittlerweile, weiß ich, jeden Zentimeter zu nutzen. Meinst du, es gibt eine Einmalsitzung 80 oder ja. Zweimal? Nee, eine Einmalsitzung. Hier. Ich habe ja für dich hier ein bisschen Platz gemacht, für dein Trönchen. Normal steht hier alles voll. Ne? Also der Tisch zum Beispiel, hier mein Lieblingstisch, das Wagenrad, ne, da passen bis zu 10 Leute dran. Ne? Und so geht das immer weiter. Der wird als Gästetisch? Das ist ein Gästetisch, mein Lieblingstisch, ein uraltes Wagenrad. Sag mal, und du hast das hier alles extra für uns umgemodelt? Ja, natürlich. Du warst die letzten Jahre wo? Ich war die letzten 17 Jahre in der Sansibar auf Sylt, darf man das so sagen? Darf man, ne? Kennt nee, man doch. Kennt man ja nun. Ne? Und da habe ich mich verdingt die letzten 17 Jahre, aber hauptsächlich eigentlich im Service, war so der Jan für alle Fälle. Ne? Ich habe ne, vom Sommelier über der Digestiv-Sommelier. Achso, du hast nicht die ganze Zeit am Herd gestanden? Nö, das ist eigentlich so gut wie nie. Das ist eigentlich so gut wie nie. Ich liebe es zu kochen, aber ich habe mehrere ausgebildete Köche bei mir in der Küche stehen. Ich wollte mir das nur nicht nehmen lassen, mit dir zusammen hier zu kochen. Nicht? Und nicht? Mit dir einen schönen Klönschnack zu halten. Ich aber finde wir, dir nicht? Das, was wir hier heute kochen, ist auch etwas, was bei uns dauerhaft auf der Karte ist. Nicht? Das ist die Forelle mit Kräuterstippe und Limettenbutter gefüllt. Nicht? Und das ist auch ein Rezept, was ich natürlich mit allen zusammen entworfen habe und dementsprechend sollte ich es auch kochen können. Ne? Aber sag mal, du bist ein richtig gelernter Koch, ne? Nö, ich bin ganz früher mal, früher in dem war ich gelernter Sparkassenkaufmann. Okay, dann mal anstoßen. Ich komme aus der Hoteliersfamilie, meine väterlicherseits. Dann bist du damit aufgewachsen, ne? Bin ich quasi reingeboren. Ich habe nach der Sparkasse oder während der Sparkassenzeit auch schon nebenbei in der Gastronomie gejobbt und dann direkt im Anschluss auch hier im Landkreis diverse Läden geleitet und auch ein, zwei Läden aufgebaut. Und dann bin ich halt nach Afrika, Malawi bin ich dann gereist. Ich wollte mal eine kleine Auszeit, ein bisschen was sehen. Eigentlich nur für 3 Monate und das und? Hat mir aber von vornherein nicht gereicht. Die Fluggesellschaft hat mir nicht genehmigt, den Flug zu verlängern. Und dann irgendwann habe ich gesagt, gut, hört ihr das gerade? Das ist mein Flugticket. Und habe alles, was ich an Kohle hatte, zusammengerafft und dann sind da 2 Jahre draus geworden. Und dort habe ich aber auch in einer Backpacker-Lodge gearbeitet und auch gekocht und getan. Gemacht.
Ja, und dann irgendwann wieder zurück. Und warum bist du denn wieder zurückgekommen nach diesem Abenteuerleben? In Malawi zu damaliger Zeit, das Durchschnittseinkommen in Malawi liegt so bei $30 im Monat. Damit kommen die Einheimischen ganz gut hin, wenn man dann auch mal ein Stück Käse haben will, sich mal ein bisschen Alkohol leisten will und sowas, dann ist die Kohle schnell weg. Ja, aber warum bist du wieder nach Deutschland gekommen, ins Wendland gekommen? Nee, da bin ich ja dann erstmal nach Sylt. Da bin ich dann nach Sylt, hab mir überlegt, Mensch, wo kann ich jetzt schnell Geld verdienen und schnell wieder weg. Und das war dann der Gedanke, eine Saison mal nach Sylt zu gehen. Und daraus wurden dann 17. Dann wieder in 5 Forellen, nehmen wir mal. So, dass ihr alle satt werden, auch die alle mit der umhertüdeln. In deinem Restaurant hast du 2 Settings. Die weit im Voraus gebuchten Sachen nehme ich eigentlich nur so viel an, dass ich sie auch drin unterkriege. Und drin hast du wie viele Plätze? Auch ca. 80. Hast du Spezialitäten? Ja, doch, eigentlich ist fast jedes Gericht bei uns eine Spezialität. Wir versuchen im Gros versuchen wir Moderne und Tradition zusammenzubringen. Wie die Forelle, die wir heute machen, ist ja ein sehr klassisches Gericht. Haben wir dann zum Beispiel eine rote Beete Carpaccio. Ich versuche halt möglichst regional, möglichst saisonal, möglichst regional einzukaufen. Und rote Beete ist natürlich auch was hier vor Ort reichlich und gut wächst. Und das kombiniere ich dann in dem Fall mit schwarzem Trüffel aus Umbrien. Hast du auch Bärlauch geerntet dieses Jahr? Ja. Ich habe nicht geerntet, weil es ist ja gar nicht erlaubt, so viel Bärlauch in der freien Natur zu ernten. Wer sagt das? Ja, das ist ähnlich wie mit Pilzen. Wenn das Gewerbs, sobald das gewerbsmäßig aussieht, kriegst du den auf den Deckel. Das stand auch in den Zeitungen teilweise, dass die Bärlauch-Diebe quasi, dass sie aufgehalten wurden von Ordnungsamtmitarbeitern. Sag mal, was ist denn das hier für ein wunderschönes Örtchen, wo du wohnst? Hitzacker. Hitzacker ist wahrscheinlich auch das touristisch attraktivste und aktivste Örtchen hier im Kreis. So sag mal laut. Was machst du da jetzt? Ich setze mal die Kartoffeln an. Ja. Die brauchen ja ein Momentchen, rechtzeitig gar haben. Hitzacker ist ein sehr historisches Örtchen, auch ein Luftkurort. Was gar nicht ist das noch, aber ein Kurort allemal. Und direkt an der Elbe gelegen, an der wunderschönen Elbe. Auch die Elbe ist ja mittlerweile wieder so sauber, dass man auch darin schwimmen kann. Ja. Und wir haben wunderschöne Sandstrände, die ganze Elbe längs. Ich fange mal an, ein bisschen die Forellen nebenbei beizumachen. Sag mal hier, gibst du denen diese Einritzung? Genau, nicht zu tief, nicht bis, einfach eigentlich nur, dass man durch die Haut kommt, dass die Gewürze da. Hast du das denn auch ordentlich gemerkt? Hier, guck mal, den ist aber noch nicht so schön. Ne? Meinst du jetzt, du bleibst jetzt sesshaft? Um das für so ein saisonales Projekt wäre das Ganze ein bisschen aufwendig gewesen. Und das ist ja, ich habe mittlerweile jetzt gerade, ich glaube, 23 Angestellte gerade wieder. Am 12. April habe ich mir überlegt, ich mache das jetzt. Und dann haben wir mit bestimmt 60 Leute, die hier mit angepackt haben, alles umgegraben und gemacht und getan und die ganzen Bänke und Tische gestrichen und alles, was dazugehört, Speisekarten entworfen, was nicht alles. Wie toll. Sieht das toll aus? Guck mal, und wie knackig. Frisch vom Felde. Hier noch eine Erdbeere dazu. Erdbeer und Spargel finde ich ja super. Ach komm, was soll der Geist? Nehmen wir da alle drei. Komm, mach den noch rein. So, da wird gleich ordentlich was dampfen. Ich mache mal einmal ein bisschen Deckel zu, dass wir insgesamt ein bisschen Hitze kriegen. Wobei, warte mal, das geht hier glaube ich gar nicht. Nicht ganz gut. Sag mal, diese Blumendekoration auf den Tischen, das ist von deiner Schwester, ne? Im Groß schon, genau. Ne? Wir haben hier diese kleinen alten Espresso-Tassen oder ich finde das sehr schön mit den kleinen Saucieren und Espresso-Tassen. So süß, ne? Da muss ich sagen, das macht sie ganz, ganz toll. Ja, das finde ich super auch. Aus. Du, das ist auch was uns sowieso natürlich wichtig war und eigentlich auch jedem Gast ja wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, zu Hause fühlt. Bist du denn lieb zu denen? Zu meinen Schwestern? Ja. Ich habe ja gar keine andere Wahl, ich bin in der Minderheit. Ich habe eine ganz, ganz tolle Familie. Wir sind alle sehr zueinander da. Bist du ein Dessertmann? Kaiserschmarrn ist nun mein Steckenpferd. Meine Küche liebt mich dafür vom ersten Tag an. Wenn Kaiserschmarrn, bei allem, was wir machen, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Ne? Ein Kaiserschmarrn, wie ich ihn richtig finde, ist halt in der Pfanne angezogen. Ne? Ja. In der Pfanne angezogen, im Ofen aufgebacken, dann zerrupft, dann nachkaramellisiert. Also das ist letztendlich in drei Schritten zu machen. Das ist natürlich, wenn du da Essensbons für
200 Leute hängen hast, ist es natürlich nicht ohne. Aber der wird geliebt und ich liebe ihn vor allem. So, willst du noch mal was schnibbeln? Willst du, geht das von da unten? Was soll ich denn machen? Ich habe gleich noch ein bisschen Lauch nachher. Dann können wir da kurz bei den Kartoffeln noch mit rein. Machen wir schön fein, weil der kommt eigentlich gar nicht gegart. Die machen wir nur ganz fein für ein bisschen Biss, habe ich gedacht. Mit in den Mörser bei den Kartoffeln. So, jetzt brennt hier doch ganz schön was. Oh ja. Willst du das Grün nur oder willst du auch das Weiße? Das? Willst du das Grün nur? Ja, ich hätte jetzt gesagt, die feine Stelle hier. Beim Fisch kennst du das auch, ja, ne? Ja. Um zu erkennen, ob der Fisch gut ist, geht bei den Gittern natürlich immer schlecht. Hinten die Flosse, ne? Wenn du die rausziehen kannst, also nicht die große, sondern die kleine. Wenn man die ohne weiteres rausziehen kann, dann ist der Fisch gut. So, die Kartoffeln können wir runter. Fällt da ein. Bist du der Jüngste oder Mittlere oder Älteste? Ich bin der Zweitälteste. Meine Mutter hat sehr früh losgelegt und hat meine älteste Schwester mit 18 bekommen. Oh. Vier Jahre später kam ich dann dabei. Und weitere 4 Jahre später meine jüngere Schwester gehabt. Mein Vater ist dann auch sehr früh verstorben, leider Gottes. Und meine Mutter hat nochmal geheiratet und jetzt habe ich die Helene noch als die dritte Schwester im Bunde. Das ist unser kleiner Nachzügler, die kam dann 19 Jahre später. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz schöne Frau, ein ganz toller Mensch. Noch mal kurz marinieren. Den Fisch etwas näher betrachten. Und Jungs, sonst? Ihr seid sehr platt geworden. Ja, das ist dann wegen der Gitter. Bin nicht sicher, ob mir das gefällt. Ja, weiß ich auch noch nicht. Und der Knabe ist ja richtig gut drauf, ne? Und der Knabe ist noch schüchtern. Ja gut, ich will ja auch gleich noch mal einmal richtig heiß schießen, deswegen, ne, ganz fertig sind sie ja noch nicht. Aber, nee, aber, sie sehen gut aus, ne? Ja, und riech mal. Diese die Kräuterfülle, ne, die Frische, die frisch ist. Na, nebenbei machen wir hier ein bisschen braune Butter fertig. Na, die sind dann auch für die Kartoffelchen. Ich liebe ja braune Butter, ne? Und braunen Zucker. Olivenöl, Zucker, nicht immer gucken, ne, damit das richtig. Jetzt legt er den Spargel einfach so auf den Grill. Ja. Den habe ich ja so ein bisschen mariniert. Wie gesagt, ich finde, der darf ruhig ein bisschen schön knackig sein. Ja. Ne? Die Kartoffelchen dann in der braunen Butter. Das hier mit dem Riesengerät, ne, was für mehrere Dinge gut sein kann, wer Darf weiß. Darf ich, ne, den Schlüssel mal haben, bitte? Gott, ist das schwer. Zack. Wie bist du auf diese Kartoffeln gekommen, auf die Idee? Du, meine Schwester, da hatte ich ja gestern mal erwähnt, meine jüngere Schwester, die Laura, ist, wie ich finde, immer noch eigentlich eine Koryphäe in der Küche. Will nur leider nicht mehr zurück in die Gastronomie, ist aber hier auch immer mit Rat und Tat dabei. Ja, aber will nicht mehr tagtäglich und jeden Tag bis in die Nacht in der Küche stehen. Und die hat das mal bei deinem Freund Melzer gegessen. Da war sie so davon angetan. Ne? Ich weiß nicht, ob es auch Drillinge waren. Wir haben jetzt Drillinge genommen. Vielleicht können wir da ein bisschen Zitronenthymian. Was meinst du? Sollen wir da ein bisschen Zitronenthymian? Oh, Zitronenthymian ist genial. Das ist ganz was Tolles. Na? Ja, ne? Na? Ich würde mal kurz hier gucken, nicht, dass es mir verbrennt. So, reicht denn das hier? So. Ja, dicke. Ich stehe aus diesem Stuhl nicht mehr auf. So, man muss nicht mit diesem Stuhl nach Hamburg fahren. Der kommt doch jetzt, der Spargel, ne? Ja, doch. So langsam wird das was. Von hier sieht der, gib mir doch mal diesen abgebrochenen. Was nennt er? Schmeiß. Pass auf, könnte heiß sein. Guck mal her, ihr Kleinen. Ja, mal drehen und wenden, das Ganze. Das ist geschickt wieder. Ja. Oder was sagst du, der sei? Oh. Der muss noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen? Ein bisschen wenden. Ja. Aber der soll ja auch Biss haben, ne? Der soll jetzt nicht irgendwie wie gekochter Spargel wirken. Der soll ein bisschen Biss haben, ne? Also für mich wäre er jetzt schon gut. Ja, ne?
Lass ihn so. Ja, ne? So, dann hauen wir da mal ein bisschen drin. So, Zitronen, Thymian, wenn es denn welcher ist, machen wir Kartoffeln, ja, ne? Mhm. Okay, ich schmeiße jetzt erstmal noch den Spargel drauf. Eben. Machst du das alles mit der Gabel, ne? Nö, mit der Pinzette. Ich würde das mit der Zange machen. Was ist das, eine Pinzette? Ah, das war von hier aus den Gabel. Freunde, den Spargel, stürzt euch nicht zu sehr darauf. Lasst was für die Mutti. Der schmeckt nicht gut. Lasst was für die Mutti. Der schmeckt nicht gut. So, ein bisschen kreuz und quer, ne? Zack. So, die schmeißen wir jetzt noch einmal ganz schnell zum Heißwerden. Nochmal rauf. Aber das ist ja richtig Arbeit, ne? Ich meine, für 60, 80 Gäste. Ja, gut, wie gesagt, das mache ich ja nur mit dir hier draußen am Grill. Für gewöhnlich machen wir das ja drinnen am Herd. Jan. Und dann am Ofen nachziehen und Jan. So weiter. Ne? Jan, wo hast du diese hervorragenden Platten her? Auch. Die habe ich von einer Kollegin, von der ich auch den 0% Sekt habe. Die hat früher auch ein Restaurant in Hitzacker gehabt. Erst das Ausstellungshaus, ein ganz kleines, stubliges hier vorne. Mit alles bunte Möbel und sowas. Das war ihr erstes Restaurant und dann hat sie danach die Inselküche gemacht gehabt und von der konnte ich so einiges übernehmen. Und was noch viel, viel lustiger ist, ja, ich habe noch Platten, ne, so richtig Silberplatten, ne, aus Silber noch, von dem Erstbesitzer, von dem Herrn Schulze, der Gott hab ihn selig, ne, von dem habe ich noch die Silberplatten mit Gravur zur Linde und ich glaube, bei dem einen sogar eine Gravur von dem Haus als Relief sozusagen. So, wir machen mal. Achso, wir wollten ja noch höher sein, ne? Ne, davon, das will ich jetzt sehen. Zack. Jetzt soll ja eher ein Kartoffelstampf werden. Oh, oh, oh. Martin. Achso, deine Zesten, wo hast du nie gedacht? Du hast extra hier schön gezestet. Ne, die Zesten gleich vorm Mörser mit rein. Dann können die sich. Ja, hau die alle rein, bitte. Ja, aber du natürlich. Du magst es gerne, ne? Ja. Könnt ihr mal mit volle Programm hier. Das ist so. Ich vermute, du hast es ja schon angedeutet. Ein bisschen Salz noch. Das ist so originell mit diesen Zesten, das ist unglaublich. Zack, und ein Hauch Pfeffer kommen wir auch noch. Das war zu wenig Salz, das ist dir klar, ne? Na, die waren eigentlich vorher schon ganz gut gesalzen. Wollen wir mal nicht übertreiben, noch ein Pfeffer mit dran. Ich finde auch da Muskatnuss und all so ein Gedöns, fände ich jetzt übertrieben. Das soll schön naturbelassen sein. So, und jetzt aber so. Es soll ja schön rustikal nur wirken. Nur anquetschen, ne? So dass die Zesten da so ein bisschen mit vermanscht werden und ne, das schön ein bisschen schmelzen kann in der noch heißen Butter, die Zesten. Die ätherischen Öle sich richtig schön in die Butter und in die Kartoffel rüber hüpfen. Ja, das soll ja kein Sonnenstampf sein, ne? Schön rustikal mit der Schorle, wie gesagt. Ich finde, jeder so ein bisschen angequetscht. Gott, sieht das gut aus. Sollte eigentlich reichen. Ne? Dann kommen auch die Geschmäcker bis in die letzte Kartoffel. Guck mal her hier. Ne, im schlimmsten Fall. Guck mal, ein Schlüsselchen. Im Zweifelsfall mit ein bisschen Gewalt. Einfach so ganz grob mit dieser Butter. Genau. Hätte ich jetzt, oder? So würde ich das, glaube ich, haben wollen. So, dann machen wir gleich die Kartoffel. Mal hier so ein bisschen mit drauf. Ne? Mit Spargelnest. Kartoffel an eine Seite. Dieser Königin läuft langsam das Wasser im Mund zusammen. So, du hast ja hier noch einen Schwung Zessengranakel. Ich vermenge nochmal. Na, jetzt den groben Stampf. Die Schale ist so schwer. Jetzt ist ihm gleich aus der Hand purzelt. Würde ich sagen, machen wir einfach. Oder schön rustikal sollte sein. Hier ein Häufchen, da ein Häufchen. Ja, so. Und den Fisch, weil wir da ja fummeln müssen, den machen wir gleich mal so, ne, auf die nackte andere Platte. Ja. Natürlich könnte man da jetzt noch irgendwie Deko-Krams. Habt ihr da ganz viel von diesen Platten von ihr gekauft? Nö, die habe ich mit übernommen. Also die waren hier schon vorrätig. Hast du mal Lust, eben ein, zwei Scheiben abschneiden? Dann versuche ich mal den Fisch da aus dem Gitter zu kriegen. Das wird jetzt eh eine lustige Nummer wahrscheinlich. Schauen wir mal. Wie heiß sind sie denn? Gucken wir mal, was er sagt. Naja.
Zumindest habe ich schon mal aufgekriegt. Ne, ist ja schon mal was. So, zimmer, ich will das sehen. Hm. Jetzt können wir, hier, jetzt können wir hier den Test machen. Der. Ne, wenn du den so rausziehen kannst, dann ist er in jedem Fall gut. So, ne, da ist jetzt ein bisschen von den Gewürzen schwarz. Das versuche ich mal so weg. Und ansonsten mache ich mir das jetzt mal einfach. Upp. Immer. Tada. Wie gesagt, ein bisschen gequetscht sehen sie aus. Wie viele Zitronenscheiben willst du? Ja, so wie du das gerne hättest. Ich weiß, du, soweit ich weiß, magst du ja gern Zitrone. Naja, ich mach ja sogar was anderes. Ich nehme immer halbe Zitronen. So. Ah, oh, das sieht gut aus. Und die letzte im Bunde. Ich mache die jetzt mal so auf die nackte separate Platte, weil wir müssen da ja leider noch ein bisschen fummeln. Nicht so wie Gott sie schuf. Ne, da ist ja noch eine Grete dran, ne, Co. Das macht doch wohl jeder weg. So, wie kriegen die jetzt gleich hingelegt? Ja, genau. So. Ja, wie gesagt, super. Die Haut leider Gottes. Ne? Meine Köche können das besser. Ne? Aber guck mal, wenn du mich fragst, du legst drei, wie viel sind da? Vier Personen. Hm. Du legst, ich brauche immer so eine ganze richtig Zitrone. Ja. Du, wir wollen ja auch, ne? Deko muss ja noch auch nicht mehr großartig sein. Wir sind ja unter uns. Ne? Dann mach doch mal. Na, komm, wir machen da nochmal Deko. Deko-mäßige Wert raus. So. Ja. Ja. Nee. Wir können auch ein paar hübsche Blüten. Ne? Es gibt ja gerade schön Oregano-Blüten. Die kann man ja auch hübsch essen. Ein bisschen so ein Gedöns. Ja, das sieht natürlich jetzt. Ihr Lieben. Super. Monika hat gekocht. Ich habe nur zugeschaut, wie man sieht. Ne, kein Geschmacksfernsehen vorhanden, deswegen werden wir Monika euch dann gleich berichten. Monika hält noch die letzten Kräuter aufrecht. Ja, soll ich dir das mal abnehmen? Und sitzt irgendwie, eigentlich könntest du hier die Platte einfach auf meine Beine stellen. Guck mal. Wer würde nicht von Monikas Schoß essen? Oder? Jetzt sieht das doch gleich noch. Ihr könnt jetzt gehen. Ready? Wir haben ein bisschen mehr geschafft, nicht nur Spargel und Kartoffeln. Oh, sieht das toll aus. Und nochmal. Wie gesagt, leider ein bisschen die Haut, aber mein Gott. Das, ne? Wie das gesagt, macht und ich sage dir nochmal liebe Grüße an die Dame, die diese Platten hier in dein Leben gebracht hat. Das ist genial. Ich zeige dir nochmal die Silberplatten, die sind noch uriger. Achso, du wolltest gar nicht hergehen, ne? Ach, schön. Schön war's. Das hast du richtig toll gemacht. Aber ja. Du sollst Showkochen haben. Was willst du denn am Herd stehen wie so ein Blödmann? Ja, ich stehe ja gar nicht so auf dem Herd. Ich hab ja mit roten Augen und verquollenen Gesichtszügen und was weiß ich. Ja, aber das schafft man auch vorne. Das schafft man nicht nur hinter dem Herd. Das schafft man auch im Service. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist meine Leidenschaft. Ich habe ja ausgebildete Köche da. Hast du aber super. Dich wollte ich persönlich verarzten hier. Ich danke dir sehr. Sehr lecker. Schön, dass du da bist. Wie schön das aussieht. Für eine Königin musst du das filetieren. Machst du das jetzt? Für eine Königin mache ich das, ne? Das ist natürlich leider nicht ganz so kross auf der Seite. Ja, ich hau das mal mit. Ja, wolltest du die Haut unbedingt haben, oder? Ich liebe die Haut. Aha, dann kriegst du das separat. Ich habe jetzt kein Messer zur Hand, deswegen ich mach's am liebsten sowieso nicht mit dem Löffel. Die Haut kriegst du da separat. Also da wäre ich jetzt nicht so gut, was du da machst. Ja, ich habe jetzt 17 Jahre in der Sansibar, da habe ich die halbe Nordsee leer filetiert. Ich mache es am liebsten mit einem Löffel, ehrlich gesagt. Eine Seezunge mache ich dann die Hamburger Art, ne, Löffel und Gabel, dann kannst du gleich beide Seiten runterziehen. Guck mal, aber wie schön glasig, ne? Siehst du das? Oh, siehst perfekt. Du, ja. Die Haut könnte krosser sein, aber schön glasig ist. Aber wie du das filetierst, oh, Freunde, ich habe ja meinen YouTube Fans schon mal gezeigt, wie man Fisch isst. Viele wissen es ja nicht, ne? Und wenn du Fisch falsch isst, dann wird das ja ein helles Durcheinander, ne? Ja, man muss halt ein bisschen Geduld, ne, im ersten Moment. Ja, wenn man sich hier jetzt ein bisschen Zeit nimmt, dann hat man nachher viel mehr Freude an dem Fisch, ne? Ja. Und man muss wissen, was man da macht. Ja, das ist natürlich manche Fische, ne? Wenn du jetzt eine Forelle, wäre die jetzt noch bedeutend kleiner, dann wird das natürlich immer hier gerade in der Bauchregion immer fummeliger. Aber gerade wenn man auch Kinder als Gäste hat, sollte man da natürlich umso
vorsichtiger sein. Ja, danke, das reicht mir. So wie, ne, hier siehst du noch die schöne Kräuterfülle. Mm. Okay, zum Reinsetzen. Zum Reinsetzen. Das mache ich am liebsten. Das mache ich am liebsten. Ja, siehst du wohl. Guck mal. Tada, das ja, ist doch ich, das schön. Wollte ich jetzt nur nicht hier voll auf der Kamera mit anmachen, aber. Zack. Ja, da siehst du auch, ne? Das ist richtig schön, die Kräuter in das Fleisch eingezogen. Nein, und sind. Vor allen Dingen, guck mal, du siehst jetzt mal, wie schön diese Krätenfunktionen sind da. Ja, ne, hier vorne hat man immer noch so einen großen, ne, wo der Kopf quasi, ne, hier sieht man es ja ganz gut, wo der Kopf quasi am Deckel gehalten wird. Ne, was immer im gegarten Zustand dazu nötig ist, sind hier die Mittelgeräte, die nach oben zeigen. Ne, das sind, die sind aber im Regelfall auch so fein, dass man so fast mitessen kann. Ne, da ist immer ein bisschen ohne Gewehr, ne? Weißt du, die man sonst mal mit, ja, ja, mit dem. Hier, das ist so. Ja. Und die Bäckchen isst du nicht. Guck mal, dieses hier. Da, komm her. Ihr Lieben, das ist für mich am Fisch das Köstlichste. Ich liebe die Haut. Ja, wie gesagt, die ist leider nicht so schön kross geworden. Also, wenn wir es klassisch bei uns machen, meliert, finde ich beim Grill, das wäre so ein schwarz geworden, das Mehl. Deswegen habe ich es gemacht. Wir melieren die normalerweise, hauen die in die Pfanne und danach in den Ofen. Dann ist der richtig schön kross auch. So ist er nun mal vom Grill. Ja. Und ich glaube, das ist sehr lecker. Der riecht auf jeden Fall sehr gut. Ich bin überaus zufrieden. Schätze mein Lieber, wir müssen jetzt essen, wir müssen uns konzentrieren. Ich sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns wieder, wenn ich das nächste Mal ins Wendland komme. Ich komme ja wieder. Und dann sehen wir uns wieder. Guten Appetit. Schön war's. Danke. Ja, bitte mal. Ein Dankes, Knutschi. Ich danke dir. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Du hast es so toll gemacht. Jetzt nehme ich mir die Zitrone und sage Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Aus dem Wendland. Auf bald. Jetzt bitte nicht mehr stören.